So, hier habe ich Zylinderköpfe, einzelne Zylinderköpfe von einem Chrysler Diesel. Ich hatte die früher immer nur als Vierzylinder-Paket in so einem Chrysler Voyager. Da konnte ich 4 Stück nebeneinander spannen, weil die müssen die gleiche Höhe haben. Aber hier habe ich insgesamt 6 Stück. Das passt nicht, deswegen habe ich 3x3. Hier sind die anderen 3, die habe ich schon geplant. Und jetzt muss ich die anderen 3 auf das gleiche Maß wiederbringen. Habe ich ja da gemessen. Das Material ist kein schönes Material zum Planen. Das schmiert ohne Ende, egal ob mit Öl, Wasser, schnell Vorschub, langsam im Vorschub. Schlimm, einfach nur schlimm. Ja, dann fangen wir an. Das war jetzt ungefähr 1/10. Ich muss noch 1/10. Dann plane ich ungefähr noch so 500stel mit dem Schrubbgang und dann fange ich an langsam zu schlechten, weil das Schmierzeug, das dauert ein bisschen, bis das sauber ist.